Hallöchen und willkommen, lieber Fisch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Monatsbotschaft. Diesmal für den Monat April. April 24, die kommenden 30 Tage. Was halten sie für dich bereit? Was darfst du loslassen? Was darfst du willkommen heißen? Und was darf vielleicht auch weiterhin bei dir hausieren? Ich starte direkt rein mit dem wunderschönen Orakel der Rose. Und würde gerne mal wissen, was ist so die unterbewusste Botschaft? Was ist hier so deine Lernaufgabe? Was ist so das verborgene Wissen, die verborgene Erkenntnis deines Unterbewusstseins im April in den kommenden 30 Tagen? Okay? Ja, ich habe schon angesprochen, ich nehme das Orakel der Rosen und es ist dieses hier von der Rebecca Campbell und der Katie Louise. Nehme ich jetzt mal, um mal zu schauen, was denn da so tief in dir versteckt los ist. Was ist denn hier bei den lieben Fischegeborenen Thema? Und da haben wir die wilde Rose. Hallöchen. Mach es auf deine Weise, umarme deine Einzigartigkeit ungezähmt. Das ist die Karte. Du sollst dich spüren, dich erleben. Thema Leidenschaft bekomme ich rein. Mach es auf deine Weise, ne? Also so ein unangepasstes Sein, so eine unangepasste Existenz. Ne? Was macht dich aus? Konzentriere dich auf dich. Ne? Also schau wirklich, wohin fühlst du dich hingezogen? Was ist deine energetische Reise? Ich gucke da jetzt noch mal ein bisschen näher rein. Mit dem Tarot, das werde ich mir jetzt gleich zu Rate ziehen, zur Hilfe nehmen und dann einfach mal schauen, was ist es hier? Was ist es, was du dir anschauen darfst, was du erleben, was du fühlen darfst? Okay, ich nehme das Tarot und es ist das ätherische Visionen-Tarot von Matt Hugh. Der hat ja Hugh wird es, glaube ich, einfach im Englischen ausgesprochen. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich mir aber sicher bin, dass diese Karten wunderschön ist, dass das exzellente Arbeit ist, die hier geleistet wurde. War im Übrigen mein allererstes Tarot-Deck. Also ganz spannend und ich dachte, ich nehme es jetzt mal wieder hervor. Ich habe mir nämlich gedacht, dass jedes Element der Sternzeichen bekommt sein eigenes Tarot-Deck. Also wenn du noch deine anderen Aspekte, deinen Aszendenten, deinen Mond oder deine Venus hier dir anschaust in den Videos, dann wirst du dich vielleicht wundern, wird es ein anderes Tarot-Deck sein, vorausgesetzt du bist da in einem anderen Element zu Hause. So, da sind schon zwei Karten gefallen. So das große Thema, ne, die große Deutung, weil wir hier reinschauen wollen, was ist denn deine Einzigartigkeit? Was darfst du hier ungezähmt herauslassen? Und da ist der Page und die Königin der Kelche gekommen. Ja, na klar, das ist natürlich dein Element. Kelche, ne, wird dem Element Wasser zugeordnet, dir, dem Krebs und dem Skorpion. Also mit dem Pagen der Kelche geht es darum, dass du hier an etwas oder jemanden sehr intensiv denkst, ne? Und diese Gedanken dürfen offensichtlich mit der Orakelkarte ja auch gelebt werden. Was ist dein größter Wunsch, dein größter Traum? Wer oder was ist es? Mit der Königin der Kelche kriege ich jede Menge Gefühle, aber auch Ordnung und Struktur rein. Die Königin und der König sorgen ja immer so ein bisschen für die Durchführung des jeweiligen Elementes oder auch mit der Aufgabe, den die Elemente einzeln mit sich bringen. Na, die Königin der Kelche steht daher für die Gefühle, für die Tiefe von Beziehungen, für die Tiefe von Gefühlen. Also hier darfst du in dich hineingehen, hineinfühlen und wirklich schauen, was ist hier, was macht dich aus, was darfst du der Welt zeigen, was du vielleicht lange versteckt hast. Wir klären jetzt nochmal einzelne Bereiche, einzelne Säulen. Und machen mal weiter mit deiner Wahrnehmung. Wie nimmst du den April so wahr? Was haben wir hier? Ich mische noch einmal, bevor ich die Karten hier aus dem Stapel ziehe. Das sind mir schon, guck mal, es sind mir, nee, drei Karten. Dann sind das zu viele, dann müssen die nochmal wieder rein. Ich dachte, mir sind genau zwei Karten hier rausgefallen. Aber dem ist nicht so. So, dann haben wir genug gemischt. Nun kann ich hier einzeln ziehen. Nummer 1, die 4 der Münzen. Nummer 2, die 2 der Schwerter. Eieiei. Das ist eine gewisse Schwere in deiner Wahrnehmung. Also die 4 der Münzen lädt uns ja immer zur Sparsamkeit ein, ne? Dass man so ein bisschen sparsam ist, dass man seine Güter beisammen hält, dass man in dem, wie man lebt, im Gesellschaftlichen, in der Form auch auf Nachhaltigkeit setzt. Mit den 2 der Schwertern kriege ich so einen Konflikt in dir selber rein, ne, dass du hin und her gerissen bist, dass es möglicherweise mehrere Optionen für dich gibt, Optionen, die es nun ja, zu durchspielen gilt. Sehr schön. Nein, eigentlich nicht.
Ich gehe da gleich mal mit dem Lenormand noch mal rein. Ich möchte das irgendwie abgeklärt wissen. Müssen wir mal hier kurz ein bisschen Platz schaffen. Genau, also einfach, dass wir mal so ein bisschen reinschauen, was ist das hier? Was ist hier diese Wahrnehmung, diese Schwere in dir drin? Wir gehen erstmal weiter mit deiner Familie. Da haben wir die 6 der Stäbe. Da haben wir alles auf Erfolg. Alle Zeichen auf Erfolg, also eine Zusammenarbeit, ein Miteinander ist von Erfolg geprägt. Kläre ich gleich auch nochmal. In deinen Freundschaften haben wir den Hierophanten. Vielleicht hast du es hier mit einem Stier zu tun oder jemandem, der sehr weise ist. Eine sehr weise Person oder du bist die Person, die weise Ratschläge erteilt. Mit dem Hierophanten geht es ja auch so ein bisschen um unsere Lebensaufgabe. Ne, was ist unsere Lebensaufgabe? Der Hierophant gibt uns ja so ein bisschen einen Pfad, ne, einen Wissenspfad mit, an dem wir uns orientieren können. Ne, Wissenspfad zum Thema Spiritualität, Wissenspfad zum Thema Liebe und so weiter. Na, das sind einfach so einzelne Aufgaben, die uns der sogenannte Lehrmeister, genannt der Hierophant, auf den Weg mitgibt, auf unserem Lebensweg, die es dann einzeln zu absolvieren gilt. Wie sich das auf deine Freundschaften auswirkt, möchte ich gleich klären. Ich bekomme aber hier schon den ersten Impuls, dass sich eine Freundschaft intensivieren und erweitern darf. Bei anderen, ich kriege hier genauso eine 50-50-Partei rein, könnte es sein, dass eine Freundschaft sich, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Also möglicherweise distanziert man sich auch von einer Freundschaft, aber nicht mit einem bösen Willen dahinter, sondern beim Hierophanten bekomme ich eher rein, dass es dabei oder darum geht, dass du rausgewachsen bist aus einem bestimmten Miteinander, dass eine Freundschaft sich für dich nicht mehr deinem aktuellen Sein richtig anfühlt. Deine beruflichen Auswege, deine beruflichen Intentionen, deine finanzielle Situation, da haben wir die 7 der Schwerter und die 2 der Kelche. Mit den 7 der Schwertern geht es ja mal darum, dass man nicht so ganz ehrlich ist. In irgendeiner Form macht man sich selbst etwas vor oder du musst aufpassen auf deine Finanzen, weil du es hier mit Betrügern zu tun hast. Da kläre ich natürlich auch gleich nochmal. Und mit den 2 der Kelche bekomme ich eigentlich eine einvernehmliche Lösung rein. Ne, die 2 der Kelche dienen einer Annäherung, einer Versöhnung auf Herzebene. Das heißt, das fühlt sich für dich dann auch richtig, das fühlt sich für dich gut an. Ich hätte, glaube ich, ich habe direkt mal den Impuls, normalerweise warte ich ja, zu den 7 der Schwertern. Dann nehme ich mal ganz kurz das Lenormand von dem Angelina Schulze Verlag. Ich hätte das mal gerne kurz geklärt hier, die 7 der Schwerter. Was haben wir da? 1, 2 Antworten bitte, hier die 7 der Schwerter. Da haben wir die erste Antwort, der Turm. Es könnte hier also mit einer Behörde zusammenhängen oder auch mit deinem direkten Arbeitgeber. Mit einer Behörde kriege ich eher rein, wenn du selbstständig bist, dein Arbeitgeber eben im Angestelltenverhältnis. Wenn du nicht mehr im Angestellten- oder Selbstständigenverhältnis stehst, weil du zum Beispiel in Rente bist, dann bekomme ich hier tatsächlich rein, dass du dich, was deine Finanzen angehst, ich kriege hier einen starken Rückzug rein oder dass es hier eben auch darum gilt, dass man hier ehrlich zu sich selber ist. Ne? Also ich sage jetzt mal, nicht mehr Geld ausgibt, als man hat oder so. Ne? Dass du da so ein bisschen den Überblick behältst und schaust, dass du da für dich eine Struktur reinbekommst. Okay, das ist schon mal hier ein Hinweis. Jetzt lege ich die Lenormand-Karten erst nochmal weg. Das war ein kurzer Impuls, den ich hatte. Das ist dann auch völlig in Ordnung, aber wir machen erstmal hier mit dem Tarot weiter. So, dann gehen wir mal weiter in die Liebe. Die Liebe. Nummer 1 ist der Brunnen. Nummer 2 sind die 9 der Münzen. Der Brunnen ist, das ist eigentlich die Zusatzkarte hier in diesem Deck tatsächlich. Das ist jetzt nicht eine große Arkane, eine offizielle Karte. Das ist wie bei dem Highly Sensitive Tarot, was ich manchmal auch benutze. Da gibt es ja auch die 22, die sogenannte Wildcard. Und da geht es eben auch darum, für sich selber einzustehen. Ne? Und bei dem Brunnen, der Brunnen des Lebens, woraus kannst du schöpfen? Was kannst du jetzt aufnehmen? Und mit den 9 der Münzen bekomme ich den Gewinn rein. Auch klingt jetzt auch sehr sachlich, eine profitable Zusammenarbeit. Etwas lohnt sich. Eine Beziehung festigt sich und ist von Erfolg gekrönt.
Ich hätte da jeweils gerne mal ein bisschen Klärung mit dem Situation Love Oracle Deck. Da ist es, einmal für euch. Da hätte ich jetzt gerne mal die Energien geklärt. Zwei Energien sind schon gefallen zu den neuen der Münzen. Und da ist die dritte. Also, Energie 1 ist die Trennung, Energie 2 der Phönix, Energie 3 der Schmetterling. Also, mit den neuen der Münzen geht es darum, dass man sich hier tatsächlich, also wo das Ganze herkommt, wenn du in einer Partnerschaft steckst oder in einem Prozess mit einem Herzmenschen, dann geht es, wart ihr irgendwie getrennt voneinander, ihr wart, ihr habt zwei Wege verfolgen müssen. Das Ganze war eher unsicher. Also diese neuen der Münzen, diese Stabilität gab es lange nicht. Dann allerdings seid ihr beide oder nur einer von euch beiden wie Phönix aus der Asche empor gestiegen, also aufgestiegen, hatte hier einen Wachstumsschub und dadurch darf diese Verbindung mit dem Schmetterling in eine neue Phase gehen. Ne? Innere Kindthemen könnten eine Rolle gespielt haben. Also hier könnte sich wirklich etwas entwickeln, damit man in die Stabilität kommt. Wenn du sagst, du bist nicht vergeben, du hast keinen Herzmenschen, es gibt da niemanden für dich, dann darf ich dir sagen, dass du für dich hier in eine Akzeptanz, in eine neue gewonnene Fülle kommst. Du hast lange eventuell noch an einer Ex-Beziehung gehangen, viele Jahre kriege ich rein, hast hier aber so einen Wachstumsschub gehabt, also hast für dich etwas verstanden und auch dein Glaubenssatz verändert. Ne? Wenn du zum Beispiel gesagt hast, ich habe der Liebe abgeschrieben, ich will nie wieder Liebe, alles furchtbar, alles sind doof, dann gab es hier jetzt eine Veränderung in deinem Denken. Und mit dem Schmetterling hast du eben ja auch in dem Sinne deine Vergangenheit heilen können und deine Vergangenheit kannst du nun endlich hinter dir lassen, sodass du nun auch wieder Gewinn aus der Liebe ziehen kannst. Das kann die Liebe zu dir selber oder zu einer anderen Person sein. Der Brunnen, da gehen wir jetzt auch mal rein. Woraus dürfen wir schöpfen? Eins, zwei, drei. Oha, das sieht ja schon bunt aus hier. Das muss man ja mal sagen. Ja, da haben wir Karte Nummer 1, die Schlange. Ich meine, das war die zweite, ist auch jetzt nicht so wichtig. Da haben wir so die Sucht, ne? Also sich selber sehr an, also sich zueinander hingezogen fühlen, kann man auch sagen. Und als dritte Energie das geheilte Herz, ne? Also das Loslösen von ja, von toxischen Glaubensmustern, von toxischen Persönlichkeiten. Also hier so ein Heil. Du hast es hier mit der Schlange möglicherweise mit einer Konkurrentin zu tun gehabt, mit einer anderen Frau, die sich in deine ehemalige Beziehung oder in deine laufende Beziehung sehr stark eingemischt hat. Die Schlange, also die andere Frau, muss keine Frau im partnerschaftlichen Sinne sein. Es kann auch eine Mutter sein, die sich immer in der Vergangenheit stark in dein Beziehungs- oder Liebesleben eingemischt hat. Okay? Ja, und dazu, wenn wir noch mal ganz kurz auf die Tarotkarte eingehen, der Brunnen, ne, so die Schöpferkraft. Der Brunnen ist quasi so der Ort, wo Ideen, wo Inspiration oder auch Manifestation entsteht und wachsen darf. So, und da kriege ich direkt rein, so der Glaube an die Liebe, der Glaube an eine Beziehung zu führen, hat sich in der Vergangenheit, also dein Weg hat in der Vergangenheit zu einer Person geführt, die sehr unter dem Scheffel oder sehr beeinflusst war von einer anderen weiblichen Person, weil du das in dir verankert hast, dass zum Beispiel Männer, die das und das haben, die sind immer, das sind totale Muttersöhnchen. Oder Frauen, die dieses und jenes haben, die haben eine sehr dominante große Schwester. Also, was ich dir sagen will, ein Glaubenssatz hat dich zu dieser Person geführt, weil der Brunnen ist so der Ort, wo Ideen, wo Ideale heranwachsen können. Okay? So, jetzt wieder zurück zu den Karten. Ja, du hast viel, also eine starke Anziehungskraft kriege ich rein, ne, dass man hier immer und immer, aber auch so eine Versuchung füreinander war.
Aber da gab es auch toxische Einflüsse, von denen man jetzt heilen soll. Na, das heißt also hier, dein Bild von der Liebe soll neu entstehen. Dein Bild zu lieben, ob dich selbst oder anderen gegenüber, darf jetzt transformiert, darf verändert werden. Du darfst dich aus diesen giftigen Einflüssen der Vergangenheit endgültig lösen. Stark, mega. Finde ich super. Dann gehen wir mal weiter. Deine großen Chancen im April. Da haben wir die Neun der Stäbe und den König der Stäbe. Du könntest es sehr stark mit dem Element Feuer zu tun haben. Löwe, Widder, Schütze. Mit den Neun der Stäben geht es aber auch darum, anderen Grenzen zu setzen. Andere vielleicht auch im wahrsten Sinne in ihre Schranken zu weisen, weil sie eben deine Grenzen, deine Raum, deine Privatsphäre nicht respektieren. Oder dass sie zu viel von dir fordern, als eigentlich angebracht werde. Ein Arbeitgeber fordert mehr Stunden, mehr Arbeit von dir ein, als er dir aber bezahlen möchte. Da sagst du jetzt Schluss aus Ende. Der König der Stäbe, das ist eine sehr kraftvolle Person. Das ist ein Mensch, der andere motiviert und selbstsicher voranschreitet. Und diese Energie kriege ich beim Großteil von euch direkt rein. Wovor darf ich dich warnen? Achtung, Achtung, vor der Energie der Drei der Stäbe und vor dem Ass der Stäbe. Ja, die Drei der Stäbe stehen für Weiterbildung, Weiterqualifizierung, auch so das Verlassen der Komfortzone. Mit dem Ass der Stäbe ist es die persönliche Weiterentwicklung, aber auch das Handeln, ins Handeln kommen. Du sollst hier nicht vorschnell handeln. Du sollst weniger impulsivartig handeln, mehr bedacht sein. Das ist hier die Botschaft. Das hatte ich auch bei einem von den Luftzeichen, meine ich. Da hatte ich auch so die Karte Ass der Stäbe hier. Das Ass der Stäbe. Bei einem von den Luftzeichen. Und da war direkt auch mein Impuls, nicht impulsiv handeln, mehr bedacht. Und das ist hier die Botschaft, die ich reinbekomme. Na, also dieses impulsivartige, ich mach mal und mit den Drei der Stäbe vielleicht vorschnell etwas hinter dir lassen und weiterziehen, bringt dich nicht weiter. Du solltest mehr daran arbeiten in deiner gegenwärtigen Präsenz. Wie trittst du vor bestimmten Menschengruppen auf? Wie präsentierst du dich? Okay, lassen wir mal ganz kurz so stehen. Ich kläre jetzt nochmal weiter mit dem Lenormand. Und da fangen wir, würde ich sagen, gleich mal hier hinten an. Die Drei der Stäbe, das Ass der Stäbe. Da haben wir ja schon mal viele Energien, die wir hier... Ach, spannend, ne? Dass sowohl mehr oder weniger deine Lernaufgabe, dein To-Do, dein Achtung, Achtung, wie aber auch deine große Chance im Element der Stäbe liegt. Also vielleicht hast du sogar Feuerelemente in deinem Horoskop, ne? Aszendent, Mondzeichen oder Venus wären da besonders interessant. Genau, und da darfst du mal so ein bisschen reinhorchen, wo es darum geht, bewusst, also weil Drei der Stäbe ist ja fortgeschrittener als die Neun der Stäbe. Das heißt, bei den Drei der Stäben bist man noch ein bisschen unvorsichtiger, bei den Neun der Stäben weißt du schon klar, was du willst. Das Ass der Stäbe, ebenfalls die große Chance, aber auch noch ganz am Anfang. Der König der Stäbe schließt mit der Königin das Element Stab ab. Das heißt, hier ist wirklich dieses gesetzte, selbstsichere und das hier ist mehr aus dem Impuls. Ne? Okay. So, ziehen wir mal ein Kärtchen zu den Drei der Stäben und das Ass der Stäbe. Der Park. Die Öffentlichkeit könnte eine Rolle spielen, aber auch, dass du selber im Mittelpunkt stehst. Das heißt, du sollst auf deine Präsenz in der Öffentlichkeit Acht geben. Der Baum, ja, Thema Sicherheit, Stabilität, ne? Du sollst eher so handeln wie dein selbstsicheres Ich, ne? Und nicht wie das kindliche Ich sozusagen. Wir haben ja mehrere Ichs, das Erwachsenen, das Eltern und das Kindheits-Ich. Weniger Kind, mehr Erwachsen. Dann haben wir den Brief. Ja, vor allem was die Kommunikation angeht, ne, dir gegenüber, aber auch wenn du rausgehst, bitte sei achtsam. Pass auf, dass du dich auch zum Beispiel in Wort und Schrift nicht vergreifst. Dann haben wir hier als große Chance eben weiter die Stäbe, Neun und König der Stäbe. Und da ziehen wir mal ein Kärtchen. Es ist der Baum, es ist die Stabilität. Ja, du sollst hier mehr in deiner Stabilität bleiben. Du bist gewachsen, du hast hier das Potenzial. Du sollst es dementsprechend auch nutzen, sagen die Karten. Zum König der Stäbe mal ganz kurz ein Hinweis. Aha, du könntest für den König der Stäbe, das Herz ist gefallen, sehr viel offen haben. Er lädt dich aber auch ein, großzügig zu handeln, ne? Sei großzügig deinen Mitmenschen gegenüber.
Der Berg, es könnten Hemmungen, es könnten Hindernisse auftreten, auch eine langfristige Blockade, die es aber mit Hilfe des Königs der Stäbe zu lösen gilt. Und der Schlüssel, sei zuversichtlich, sei positiv. Okay, die Liebe haben wir ja schon relativ intensiv geklärt. Da würde ich jetzt aber noch mal ein Kärtchen ziehen wollen. Ne? Ja, Kreuz, du hast dich vielen Lernaufgaben unterstellen müssen, unterwerfen müssen, besser gesagt. Ne? Das ist ja das, dieses neu, der neue Glaubenssatz, diese neue Wahrnehmung innerhalb der Liebe. Ne? Und da ist das Kreuz gefallen. Es hat dich hier wirklich stark belastet. Ne? Und diese Belastung darf sich hier jetzt aber wirklich lösen. Ja, der Hund, Thema Vertrauen, könnte bei dir in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt haben. Wo hattest du Vertrauensprobleme? Ne? Das darf geheilt werden. Die Routen. Möglicherweise hast du auch an der einen oder anderen Stelle Kommunikation gemieden. Ne? Hast zu wenig für dich gesprochen, mehr für andere oder mit anderen gesprochen. Letzter Hinweis. Ja, jetzt kommt wieder eine bessere Zeit, eine bessere Phase. Das Klee ist gefallen. Okay. Ja, zu dem Beruf hatten wir ja schon den Turm. Ne? Da hatten wir ja so ein bisschen die Behörde, die da möglicherweise so ein bisschen knarscht. Aber eben auch, diese Grenzenüberschreitung innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Ne? Haben wir zum Turm nochmal eine Idee. Der Ring, ja, ein Vertrag spielt hier eine Rolle. Ganz wichtig, es könnte hier sein, dass das zur Routine geworden ist, weil der Ring ist ja ein Kreis und ein Kreis ist unendlich rund halt, ne? Klar. Und hier sollst du wirklich gucken, dass du mit den 7 der Schwertern dir nichts vormachst, sondern wirklich aktiv hier auf eine Einigung mit den 2 der Kelchen eingehst. Ja, die Routen. Suche das Gespräch, sei kommunikativ, sei offen, steh aber auch dein Mann, deine Frau. In den Freundschaften hatten wir den Hierophanten, den Lehrmeister. Und da war ja so meine Tendenz, ne? Entweder trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? Eine Freundschaft darf ihre eigenen Wege ziehen, man passt nicht mehr zueinander. Oder eben man hat eine Freundschaft, die für dich eine wichtige Lernaufgabe darstellt, das Herz. Es geht um das Thema Herzlichkeit, aber auch Geben. Ne? Möglicherweise darfst du gucken, wo gibst du mehr? Die Mäuse, Ängste, ne, Ängste und Zweifel mit dem Hierophanten, die nun gelöst werden dürfen. Und das Haus, ja, Stabilität, Sicherheit, Familie. Ne, für viele könnten ein bestimmter Freundeskreis auch für die Familie stehen. Ne, also viele ersetzen ja Freundschaften mit der biologischen Familie. Die 6 der Stäbe innerhalb der Familie, ne, der Erfolg, eine erfolgreiche Zusammenarbeit, ein erfolgreiches Miteinander, die Vögel, Kommunikation könnte wichtig sein, aber dieser Erfolg könnte dich auch nervös machen. Ne, das heißt, dass es zu einem Gespräch kommt, der dich zuerst nervös macht, dann aber zum Erfolg führt. Du weißt davon noch nichts, die Wolken sind gefallen, es ist gerade noch nicht klar durchschaubar, aber es ist eine Chance. Es gibt eine Chance innerhalb der Familie, eine Chance für persönliches Wachstum. Dann deine Wahrnehmung im April, die 4 der Münzen und die 2 der Schwerter, ne? So das Thema Nachhaltigkeit, aber auch zwischen den Stühlen stehen. Die Schlange, ne, man ist verwickelt und weiß nicht weiter, weiß keinen Ausweg. Worum geht es in dieser Verwicklung? Eine Sache weißt du noch nicht. Bei einigen könnte das sein, dass hier ein Ex-Partner oder eine schwierige männliche Person eine Rolle spielt. Mit der Fabrik geht es bei den anderen um das Thema Arbeit. Die einen waren sehr unabhängig, sehr frei, die anderen haben sich möglicherweise von einer anderen Person abhängig gemacht und das gilt es nun zu heilen, weil ihr habt jetzt mit den 4 der Münzen so eine Mangelenergie, dass man so sehr sparsam ist, weil man sich zu sehr auf eine andere Person möglicherweise verlassen hat. Mit dem Sarg soll es hier zu einem Stillstand kommen, einem Stillstand von diesem Mangelgefühl, ein Stillstand oder auch ein Abschied von dieser Verwicklung, von dieser Verstrickung. Ich weiß, die Schlange steht auch oft für eine Rivalin, andere Frau. Hier bekomme ich aber eher das Thema Verwicklung rein. Ja, so, 1, 2, 3. Das Thema des Monats, dein großes Potenzial, der Page und die Königin der Kelche.
Visionen und Träume, die du nun zum Leben erwecken darfst, aber eben auch der Verlass auf deine Gefühle, auf deine Intuition und dein wirkliches Sein, deine Individualität zeigen. Die Hand ist gefallen. Du bist nun bereit, Schuldgefühle loszulassen. Lass sie los, tritt die Heilung mit der Königin der Kelche an. Die Wege, es gibt Alternativen, es gibt Optionen und... Die Mäuse, ja, eine Angst könnte hier nochmal eine Rolle spielen. Diese Angst sollst du mit der Hand aber loslassen. Vergebe dir selbst, vergebe möglicherweise auch anderen. Das ist die Botschaft für April, lieber Fisch. Jetzt schaue ich nochmal, welches Einhorn sich zu dir gesellt und dann soll es das auch schon gewesen sein. Sehr schön. Mir hat Spaß gemacht. Wenn du diese Art von Legung gerne auch mal privat haben möchtest, lade ich dich natürlich herzlich ein, so eine Legung bei mir zu buchen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal kennenlernen würden. Und dann, ja, soll es das für heute gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Wenn du neu bist, lass mir ein Abo da. Kostet dich nichts und mir bringt es eine mega Freude, weil meine kleine spirituelle Welt, die ich mir hier mit euch aufbaue, erweitern kann. Ich muss wirklich sagen, wir sind hier eine wahnsinnig schöne Truppe. Wir sind respektvoll, wir sind offen und sollte mal irgendwer nicht respektvoll sein, dann ist er auch nicht Teil der Gruppe. Das ist ja immer so. Aber wir sind so, ihr seid so lieb zu mir. Ihr gebt mir immer neue Impulse, neue Ideen. Ihr vertraut mich euch an. Es ist wirklich, es ist toll. Es ist einfach schön. Ja, und welches schöne Einhorn gesellt sich zu meinen lieben Fischegeborenen? Es ist das Einhorn Nummer 4. Löse Beziehung auf. Lass jetzt los. Vergebung bedeutet Freiheit. Leute, ich kriege Gänsehaut. Löse Beziehung auf. Loslassen. Ich habe gerade noch von Vergebung gesprochen. Lass los. Nummer 4 ist die Karte des Herrschers in der großen Arkana und das steht für das Sternzeichen Widder. Möglicherweise hast du hier einen Prozess mit einem Widder, ne, ein Widder, der wichtig ist, oder bei anderen bekomme ich rein, der Widder tritt quasi als dein persönliches Einhorn auf, also unterstützt dich in diesem Prozess. Ne, schau da, fühl da in dich hinein. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden. Mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Pass bitte auf dich auf und bleib gesund. Tschüssi.